Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Ollihausen, ich bin der Shorty von der Test Area und wir brauchen parallel, also ein bisschen Geld, parallel zu den anderen Arbeiten. Ich war kurz versucht und habe überlegt, wenn ich statt den Trecker wegen der besseren Rangiererei mir so ein Autolord-LKW besorge. Theoretisch müsste der ziemlich gut auch um die Kurven kommen. Aber der kostet natürlich einiges mehr im Vergleich. So 75.000, 7.500 Umweltprämie. Da sind wir schon wieder bei 10% Umweltbonus ungefähr. Ne? Kann ja noch besser werden. Aber wenn ich überlege, was der so kostet. Nur damit ich nicht rangieren muss, schauen wir mal rein. Das ist der hier. 210.000 Öcken. Wenn ich den dann mit Autolord ausstatte, was kann der denn? Rundballen. 12, der kann dasselbe, also ne, selbe Anzahl Ballen. Paletten. Naja. Und das wäre wieder ein Fahrzeug mehr. So, ich schicke dich mal zurück zum großen Gewächshäusern. Wir gucken wieder rein, was wir weiter verkaufen können. Wir waren bei Salat, ne? So, Tomaten für den Kiosk. Alles klar, dann lagern wir jetzt. Dann lagern wir jetzt alle Tomaten aus. Auslagern. Zwei Paletten. Nächste Produktion. Auslagern. Zwei Paletten. Zack, genau. Und die nächste. Vielleicht kann ich mir das Rangieren vereinfachen noch. Muss ich mal gucken. Wenn ich anders fahre. Gut, das ist nur 5 Gewächshäuser. Also stellen wir mal vor, das werden noch mehr. Hm. Ist der Papsch im Kopf. Alle draus, fahren wir mal hin abholen. Dann wollen wir noch mal gucken, ob ich es mir hier nicht einfacher machen kann. Man kann ja immer vorwärts daneben fahren. Und dann rückwärts wieder raus. Ja, ich glaube, das klappt besser. Das klappt viel besser, als wenn du versuchst, da irgendwie rückwärts ran zu kutschieren. Das ist dann auch nicht so nervig, wa? Dass du dich tot rangieren musst. Die sind natürlich hier perfekt. Musst du nur dran vorbeifahren, ganz sanft. Und zärtlich. Hier nochmal. Ja, da hätte ich jetzt beinahe das Gewächshaus ruiniert. Kaputt gefahren. So. Hochstapler. Ja, die Tomaten, die gehen an den Kiosk. Kiosk. Tada! Sehr schön. Frucht und Frucht und Frucht und Frucht. Da gibt halt Money Money, ne? Ach, Shorty. Du musst den Trecker richtig ausrichten. Autodrive ist nicht so schlau. Und nimmt das, was direkt vor der Nase ist.
Autodrive hat das mit dem vorausschauenden Fahren einfach nur falsch verstanden. So, und wenn, da brauchen wir nicht mehr. Das ist rot, und das ist zu viel. Bis auf weiteres können wir dann den Schwader nehmen. Schwader ist ja schon mal die halbe Miete. Zack. Gut. Ich hühle ihr, ehrlich. Die armen Tiere manchmal. Und die so unter die Räder kommen auch, ne? Das waren 14 Meter. Dann Kassala. Jetzt muss ich gucken. 16.600 Betriebskosten. Fahrzeuge wurden abgezogen. Ja, okay. Ich muss sie dann. Hier ist jetzt so richtig doof parken. Ja, gnädige Frau, ich bin gleich weg. Halte hier nur zum B- und Entladen. Oh, das gibt schon Monetas, ne? Wenn dieser unsägliche Umweltbonus nicht mehr, ne? Da 10% vom Verkauf jetzt schon. Ich würde ja glatt auf Verkaufen stellen, die Produktion, damit ich die Fahrerei nicht habe. Wo sind wir denn beim großen Gewächshaus jetzt wieder? Wir hatten jetzt die Tomaten. So, Erdbeeren sind keine da, denn die werden ja noch verteilt. Irgendwann ist beim Bäcker und so, wo Erdbeeren gebraucht werden, voll. Mineraldünger verkaufen wir nicht. Schweinefutter, nee. Kalk, nee. Ja, Kalk ist schon... 127.600 Liter, 70 Liter. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir haben mehr Kalk. Doch nicht. Aber es ist schon viel, ne? Da kommen wir schon weit mit. Kein Problem. So, wir haben noch Mohn. Ja, was willst du mit dem Mohn machen? Ich lasse den jetzt noch liegen bis zur nächsten Mohnernte. Vielleicht brauchen wir den doch noch. Ne? Joghurt haben wir für 14.000. Wir haben Mozzarella für 7.000. Wir hätten aber auch noch Sprühsahne. Joghurt, Sprühsahne, Mozzarella. Sollen wir da... Schafsjoghurt. Den stellen wir noch nicht her. Ne? Wir fahren jetzt erst zum Molkenbank. Schön von oben nach unten abarbeiten. Wir holen das da alles ab. Es trifft sich gut, dass der mit Mehl fertig ist, weil der hat Power. Dann kann ich den nämlich vor dem Ladewagen schneiden. Der Ertrag hier nicht so gut war, ist merkwürdig. Wie ist denn der Bodenbearbeitungswert auf der 19? Sag mal. Oh ja. Nicht so berauschend. Das mit der Walzeleien ist schon eine gute Idee gewesen. Alle Käse. Nee, alles Molke. Molke, Molke, Molke. Molke, 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 Molke. So, ein Stück. Wir machen extra die Rollos runter. Die können das Elend nicht sehen, wenn da einer arbeitet. Sprühsahne.
3 Paletten. Danke. Mozzarella. Eine Palette, danke. Joghurt. Was? 6 Paletten, danke. So. Fahr da ja nicht öfter. Nö, 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 nö. So was machen wir nicht. Jetzt müssen wir natürlich wieder den Preis ermitteln. Der Joghurt 14.000, Spülsahne 14.000, Mozzarella. Also Bossis Hotel ist echt die bessere Adresse. Dann nachdem ich dann jetzt mich des Schneidwerks entledigt habe, Kummer. Wenn wir unseren großen tollen Lager haben wollen. Zumindest ist das für mich persönlich der beste mit zwei Achsen. Drei Achser, wie gesagt, das ist schon fein, aber bei so engen Straßen, Kurven, ist der mir zu ungenehmlich, glaub ich. So, wir fahren zu Feld 25, holen ab, was da liegt. Und das bringen wir ins Hofsilo. Und dafür benutzen wir von Feld 25 den Plus vom Schwader. Und da du ja ein Kraftpaket bist, sollte das ziemlich zügig funktionieren. Passend ist der Schwader fertig, dann kann ich den schon zu 28 schicken. So. Ich bin kurz versucht gewesen, Ballen zu machen. Für die Schafe lohnen sich Ballen nicht. Aber für die Ziegen, wenn der Futterträger da so komisch in der Ecke liegt, ne? Man muss später gucken, was die Ziegen brauchen. Hier wahrscheinlich wie die Schafe auch nach Heu, Gras und Weizen. Also ein bisschen doof. Wenn die nur Gras, also normalerweise brauchen Schafe nur Gras. Deshalb bockt es mich ein bisschen an, dass die hier Heu, Gras und Weizen brauchen, ne? Gucken, was die Ziegen brauchen. Wenn die Ziegen jetzt nur Gras brauchen würden, würde ich sagen, ja, ich leg dir ein paar Grasballen auf den Futterträger und dann bin ich damit durch. Ne? Apropos Schafe. Nee. Gesundheit ist auf 28% jetzt gestiegen. Ziemlich zügig. Ziemlich zügig. Wollen wir das erstmal so lassen. Es sind auch noch nicht viele Tiere. Es sind jetzt 100 Tiere, ne? Wie viele Pullover-Schweine passen denn da noch mal in den Stall rein? Guten Tag. 400. Ah, okay. Machen wir noch mal Money Money, der wartet hier schon. Also das Geld, das wir verdienen, im Moment nur durch die Produktionsgeschichte. So, wir sind bei 459.000. Ja gut, wieder abnehmend. Abnehmend ist klar. So, Schafsmilch. Berliner. Haben wir die Berliner vergessen beim Bäcker? Ja, ich weiß nicht. Zwölftausend.
Müssen wir bei der nächsten Bäckerrunde dran denken. So, die Pflaumen 26.000 für den Kiosk. Kirschen 26.000 für den Kiosk. Könnte man machen. Die haben ewig gebraucht, ne? Ewig, Äpfel werden ja immer verschickt. Komm, wir machen das mal. Wir fahren da jetzt hin. Wir sind jung und brauchen das Geld. Markus, okay. Ihr seid jung und ich brauche das Geld. Markus, gut. Das ist hier schon wieder so ein Krimi, ne? Guckt euch den Mineraldünger an. Das kam gerade so hin, ne? Gerade so eben. Alter Verwalter. Knapp. Knapp. Da ist nicht mehr viel drin jetzt, so. Wir haben den Weizen angesät, wir haben die Gerste angesät, Raps haben wir letzten Monat angesät, Gras müssen wir nicht, Ölrettich müssen wir nicht, Tritikale müssen wir nicht, Roggen nicht, letzten Monat, Dinkel müssen wir nicht, Luzernen, Klee, nichts mehr ansehen. Dann würde ich sagen, ab nach Hause mit dir. So, 28, dann kannst du gleich zur 19. Laden, schmalen. Und up jetzt. Vergesst immer, dass ich hier mehrere Trigger habe. So ein Dünger hatte ich hier nachgefüllt. Sagt man nicht. Auf Kreuz und Quer. So, ich weiß gar nicht, wo hier die Spawnfläche ist. Ich glaube, hier war das. Water. Water. So, Produktion verwalten. Wir haben Äpfel 49 Liter, die werden immer verteilt. Pflaumen 20 Paletten. Wo? Da. Twenty pilots, pulliputzis, fitzi-fatzis, so, das sind die Pflaumen. Und wir gehen zum Kiosk. Die Kirschen gehen allerdings auch zum Kiosk, ne? Was? Noch mehr Palettas von die Pflaumas. Oh Mann. Das ist ja schon. Also viel Ladung für wenig Geld, wa? Wenn man das mal so nimmt. Flaumikowski, seid ihr jetzt leer? Komm, erzähl nicht. Ihr seid jetzt leer. Die Flaumigus sind Äpfel. Ja, die Flaumigus sind jetzt leer. Dann bringen wir die Pflaumen jetzt zum Kiosk.
Weil ist ja hier voll, wa? Mehr ist ja erstmal nicht. Dann müssen wir die Kirschen gleich holen. Habe ich eine erwischt? Auf halbe Tat 4000 und noch mal 400 sind 5200 schon im ersten Ansatz. Jetzt gehen die Pflaumen hier drauf. Ah, Schluck trinken. Noch mal 21.000 plus 2000 Bonus. Ja, kommt hin, so mit 28, ne? So, dann müssen wir jetzt wieder zurückfahren zu Marcos und da holen wir dann können wir hier Kreisverkehr holen wir dann die Kirschen, aber die Kirschen nicht mehr heute. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. 488.000. 25 ist abgesammelt, das Heu. Da werde ich jetzt Kalk drauf schmeißen. Wegen dem pH-Wert. Und für euch war es das für heute. Ja. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Den Link zum Discord Community Server findet ihr unten in der Videobeschreibung. Abonnieren nicht vergessen, das ist bei YouTube völlig gratis, kann sich auch jeder leisten. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, nee, das ist falsch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt nämlich meinen Kanal beim Wachstum. So, ich war, bin und bleibe der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.